Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal was wieder mit Alkoholinks. Ich habe da im Internet was entdeckt und zwar mit Salz. Ja, Alkohol und Salz. Salz entzieht ja dann das Wasser oder die Feuchtigkeit im Prinzip. Kommt dann gute Effekte raus. Es war jetzt mein erster Versuch. Habe es dann zusätzlich auch noch abgedeckt mit so Bierkronen, ne, also Bierdeckel. Und wir schauen mal, wie es wird. Ich lasse mich auch überraschen. Von den Farben her gefällt es mir vielleicht nicht ganz so, aber da muss ich auch noch ein bisschen üben. Aber darauf kommt es jetzt nicht drauf an, sondern eigentlich nur auf diesen Effekt. Und lasse jetzt Musik laufen. Konzentriert euch auf das Bild. Zum Schluss decken wir das dann auf, also die Bierkronen weg, und habe auch noch einen Deckel drauf gemacht. Das dauert aber einen Tag, bis trocknet. Und dann machen wir das zusammen. Okay. Dann lasst uns starten. Thank you.
Und jetzt schauen wir mal auf das Ergebnis. Ich denke mal, es ist soweit getrocknet. Wie gesagt, von den Farben her ist es nicht so der Burner, aber hat auch was. Mir geht es aber auch um die Effekte, ob das geklappt hat mit diesen Bierkronen und das Salz. Das müssen wir dann einfach auch noch entfernen. Da muss ich mal schauen. Ich denke mal mit Wasser. Mache ich aber später. Okay. Okay. Ich weiß, ob ihr es richtig erkennen könnt. Coole Effekte gibt es. Spiegelt ein bisschen, gell? Ups, eins zu früh. Ich denke mal, wenn man da andere Form hat. Das ist nicht so toll. Das sieht wiederum cool aus. Durch die Umrandung. Auch nicht schlecht. Ja, okay, gibt natürlich immer die gleichen Formen, so wie es aussieht. Oh, okay. Ich habe das mal gesehen, die hat so ein Herzchen, Steinherzchen oder was oder so drauf gemacht. Ah, da war nicht so schön. Zack. Ja klar, ich denke einfach mal, dass, ups, durch die Korken, weil die natürlich durch das Öffnen in der Mitte etwas hochgezogen sind. Und jetzt bin ich gespannt, was hier rauskommt. Okay, sogar noch ein bisschen nass. Ja, es ist auch nicht so toll. Okay, aber ich denke mal, da kann man doch noch was machen draus. War jetzt mein erster Versuch. Einfach mal als Test, wie das überhaupt funktioniert. Okay, ich denke mal, da kann man noch mehr draus machen. Die hätte es natürlich auch bloß auf so einem kleinen Papier gemacht. Na, wie heißen die? Das muss ich überlegen. Extra für Alkohol-Inks. Aber passt. Okay. Also gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Kann man vielleicht mehr draus machen. War einfach mal eine Idee, wo ich auch ausprobieren wollte. Passt. Okay. Also gut. Hoffe, euch hat Spaß gemacht trotzdem. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.